Beschaffung werden Alexander und Sebastian zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen. In einer Villa ist ein Alarm ausgelöst worden. Mehrere Polizeifahrzeuge sind am Weg zum Einsatzort. Die Stadtpolizisten treffen als erstes am Einsatzort ein. Gibt es eine Rückseite auch, wo man zugehen kann? Gehen wir rüber. Ja. Ist das für ein Einsatz? Eine Alarmauslösung. Ja. Eventuell Täter anwesend. Die Stimmung ist angespannt. Mit gezogener Waffe suchen Revierinspektor Alexander und Stadtpolizeikommandant Stellvertreter Sebastian nach vermeintlichen Einbrechern. Offensichtlich Fehlalarm. Hinten ist alles zu. Hinten passt alles. Nein, nichts Offensichtliches. Alle Fenster zu, hinten ist auch alles verschlossen. Oben ist da, ist ein Fenster gekippt. Vielleicht hat er da angeschlagen. Und unten ist auch eins gekippt. Okay. Jetzt sind wir zusammen. Ja. Ja. Sie können wieder auf eins gehen, dann kann ich abschließen. Jetzt. Ja, wie gesagt, geschaut haben wir schon. Ist eine besondere Vorsicht geboten? Bitte ja, natürlich, weil man nicht weiß, bei einer Alarmauslösung, ob jetzt eventuell wer vor Ort ist, irgendein Täter, der eventuell auch sogar bewaffnet ist. Da ist natürlich besondere Bedacht zu nehmen, ja. Frag mal, ob es eine Rückrufnummer gibt, die aufs Handy. Ja, vom Aufforderer ist über Rax gekommen, ne? Und dann müsst ihr anzeigen am Handy, welches Fenster, aber das ist ja gekippt da oben. Ja, aber da ist da ein Magnet oder was? Das ist das Haus meiner Mutter hier. Okay, haben Sie den Alarm gekriegt? Ich habe einen Alarm bekommen, das ist bei mir oben im Haus und dann habe ich angerufen. Ja. Sie. Ist die ins Spital gefahren? Ja. Das heißt, Sie können uns jetzt nicht einmal rauslassen? Nee, super. Ich wollte meine Mama heute besuchen. Nein, sie hat keinen. Ja, holen Sie die Schlüssel und wie gesagt, wir haben von außen keine Wahrnehmung oder sonst. Schauen Sie selbst nach einmal. Vielleicht ist ein gekipptes Fenster. Naja, es ist da, da kann ja niemand rein. Und hinten? Achso, ja, innen, dass man es absperren kann. Ja, ja. Das ist kein Problem. Macht jetzt durch weh. Es geht schon. Und hinten ist so, sind sowieso Gitterstäbe vor dem Fenster. Also da kann hinten eh keiner rein, nicht wirklich. Kann keiner rein. Wenn er nicht gerade mit der Flex kommt. Wir haben jetzt den Gartenbereich durchsucht und haben von außen das Objekt eben genau beobachtet und begutachtet. Wir haben keine offenen Fenster sehen können, wo ein etwaiger Einbruch stattgefunden hätte können. Somit war es ein offensichtlicher Fehlalarm. Und wie gesagt, die Tochter der Verantwortlichen ist jetzt vor Ort. Die wird schauen, dass die Alarmanlage zurückgestellt wird und dann ist das Ganze auch erledigt. Man rechnet natürlich immer mit dem Schlimmsten. Ja. Einbrecher haben immer irgendein Werkzeug dabei, um Fenstertüren aufzubrechen. Also ein Schraubenzieher ist schneller mal dabei. Und somit müssen wir natürlich auch im Sinne der Eigensicherung immer Bedacht nehmen. Und deswegen nehmen wir natürlich gerade bei so Objektdurchsuchungen auch die Schusswaffe in die Hand, eben aus Sicherheitsgründen. Ja. Beim Streifzug durch Baden gerät eine Fahrzeuglenkerin ins Visier. Das Fahrverhalten führt bei den Stadtpolizisten zur Verwunderung. Der hat nicht geschaut. Der schaut nicht. Der hat nicht geschaut. Schau mal, was ist mit der? Oder schon so. Problem ist, Orgel gibt's nicht, kannst du nur anzeigen. Aber was die zusammenfahrt, ist so Wahnsinn. Ohne Blinken, dann nehmen wir mit. Ha? Ja, das für die Streifen beim Bezirksgericht. Checkt ja nichts mehr. Bitte die nächste Möglichkeit rechts ranfahren. Mach einmal Blaulicht. Wieso? Das gibt's ja nicht. Ja, 100 Meter vom Bezirksgericht links in den Stadtpark hinein. Sie werden uns sehen. Sag einmal, die kriegt ja noch immer nichts mit, oder? Was ist denn da los? Wahnsinn! Schau dir das an. Die nimmt uns nicht wahr. Schau. Was ist jetzt? Was macht die? Warte mal, hat die uns deutet, sie hat uns wahrgenommen oder sie fährt weiter? Ich schicke ich zum Amtsarzt. Es geht nicht. Warte mal, was macht sie?
Das ist ja... Stopp. Na, die schicke ich zur amtsärztlichen Untersuchung. Also, ich meine, ich habe schon viel gesehen. Ja. Aber das ist schon ein Highlight, muss man sagen. Ja. Grüß Gott. Ja, Sie haben wir gemeint. Lenker, Fahrzeugkontrolle, Führerschein, Zulassungsschein, bitte. Bitte? Ich bin mir keiner bösen Absicht. Je, je, je. Das ist aber schlecht, wenn Sie das nicht mitbekommen haben. Es waren einige Dinge. Hm. Ja. Jö. Oh. Unser Herr. Oh, bitte irre mich da jetzt. Jetzt habe ich Gott. Den Kollegen verwechselt mit dem Tourismuschiff. Da haben Sie jetzt meinen Führerschein. Das sind die Papiere. 81 sind es. Bitte? 81 Jahre. Ich bin 81, fahre im Jahr 10.000 Kilometer. Okay. Und? Frau Magister, die Gründe der Anhaltung. Der erste Grund, wie Sie in den Ring eingebogen sind, sind wir quasi Ihnen entgegengekommen und Sie haben uns nicht wahrgenommen, haben uns quasi den Vorrang genommen. Ah ja, genau, das weiß ich. Das wissen Sie? Ja. Beim Verlassen des Kreisverkehrs sollte man blinken. Da in den Rheinring haben Sie nicht geblinkt. Habe ich nicht geblinkt. Dann sollten Sie auch wahrnehmen, dass wir mit Blaulicht hinter Ihnen sind, sogar neben Ihnen. Das habe ich schon gesehen. Nicht? Und haben wir gedacht, jetzt fahre ich da herein, damit, damit wir miteinander stehen bleiben können. Okay. Das habe ich schon gesehen. Alles klar. Bezüglich der Delikte sagen Sie quasi, dass Sie uns nicht wahrgenommen haben, oder? Ich habe sie schon wahrgenommen. Okay. Ich habe sie schon wahrgenommen. Mhm. Nur haben wir gedacht, ich fahre da jetzt herein, wo soll ich, damit sie hinter mir stehen bleiben können. Wir können nicht den ganzen Verkehr aufhalten. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Frau Magister, bezüglich der Delikte, wegen Nichtblinken und so weiter, ja, mahne ich Sie auf jeden Fall ab. Ja. Ja. Das Einzige, was ich tun werde, ich muss Sie zum Amtsarzt schicken. Sie machen sich einen Termin aus. Der wird überprüfen, ob Sie fähig sind, noch ein Fahrzeug zu lenken. Ich bin kein Arzt, ich darf das nicht feststellen. Sie sind 81, hat mit dem Alter nichts zu tun, aber ich gehe davon aus, dass Sie vielleicht nicht mehr so die Herrschaft über das Fahrzeug haben, wie Sie eigentlich sollten. Ich habe mich sogar vom ÖNDC testen lassen. Haben Sie das testen lassen? Oder werden Sie kein Problem haben mit einer ärztlichen Untersuchung? Das werde ich sicher nicht haben. Gut, ich notiere mir das nur. Das finde ich nicht sehr freundlich, nicht sehr gut, aber bitte, ich mache das schon, weil ich absolut sicher bin, dass ich... Ich war sehr versiert. Ich will nur selbst, dass Sie sicher unterwegs sind, vor allem in Baden. Ja, ich will, dass Ihnen nichts passiert. Ich war auch in Wien, ich fahre überall. Ja, eben. Und ich will, dass Ihnen nichts passiert, dass anderen Verkehrsteilnehmern auch nichts passiert. Uns wäre fast was passiert, wenn wir nicht abbremst hätten. Gut. Deshalb sollte es ein Arzt beurteilen. Ja? Okay, gut. Gut, was kriegen Sie von mir? Ich kriege gar nichts von Ihnen. Ich habe gesagt, Sie sind abgemahnt diesbezüglich. Ist das schlecht für mich, die Abmahnung? Die Abmahnung ist gut, außer Sie wollen unbedingt Strafe bezahlen. Nein. Für die Vorrangverletzung und das Nichtblinken. Wie gesagt, nur Verkehrszuverlässigkeit bei der Amtsärztin, die schaut sich das an. Aber bitte nehmen Sie mir das nicht persönlich. Nein, ich nehme es Ihnen nicht. Oder böse, ja. Alles klar, gut. Und so macht es der Amtsarzt, ne? Dann ist noch... Genau, so macht es der Amtsarzt dann und dann haben sie amtlich bestätigt, dass fahren dürfen, ja. Gut, hoffe ich. Okay, wiedersehen.